Hatte ich noch gefunden. Als wir suchen waren. So, Rockcrusher fertig. Ja, schnell. Ja, das ist nicht viel. Der Rockcrusher. Nee, muss nicht. Ach, ist er nur so. Ja. So, Rockcrusher ist fertig. So, was kann der Rockcrusher? Wie man. Ne, sieht man jetzt gerade nicht, aber der verbraucht dauerhaft Strom. Also, wie man hier sieht, der kann wirklich alles zerlegen. Und zwar ziemlich gut. Er kann ziemlich gut zerlegen. Ich schau mal gerade noch. Wir haben noch jede Menge Stonebricks und so, das Scheiße verballert, ne? Downbricks geht. So ist der's, meinte ich. Ach so, Cobblestairs, ja. Ja, guck mal, hier wieder so Cobblestone machen. Hey, ich dachte zu Gravel. Sah so aus, als ob es Gravel ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich kenne die Rezepte auch nicht alle auswendig. Es sind ja 1340. Ja, aber das war gleich auf den ersten Seiten. Habe ich natürlich drauf geachtet. So. Was wir aber hierüber wollen, wenn wir mal Uran anschauen. Das Erz an sich. Können wir mit dem Hammer zerklopfen? Oder halt mit Pyrotium das. Kriegen wir Uranium-235. Können wir direkt schmelzen. In Messe weiter. Pulverizer. Kriegen wir Yellow Cake. Ich frag es gar nicht. Und so weiter. Aber wir können es auch in den Rock Crusher schmeißen. Da kriegen wir Crushed Uranium raus und zu 10% Lead. Das kann man dann halt nochmal schmelzen. Oder, so wie wir es machen werden, nochmal den Rockwasher für diesen Dirty Pile of Uranium das. Den kann man dann halt schmelzen. Oder, wie wir, in den Zentrifuge schmeißen. Kriegt man Tiny Pile of Lead das und Uran das raus. Oder alternativ, was auch noch geht, ist hier dieses Crushed Uranium. Kann man in die Thermalzentrifuge stecken. Warte. Nee. Wir wollten es ja so machen. Oder was? Moment, hä? Was laber ich jetzt für eine Scheiße? Jetzt mal im Ernst. Viele Scheiße. Ich bin wieder so neben der Rolle, das ist unglaublich. So, jetzt habe ich es. So. Erz in den Rockcrusher. Crushed. Nochmal in den Rockcrusher. Das in der Zentrifuge reinigen und das dann in den Kompressor, dafür das Uranium-238 kriegen. So. Da wäre ich eigentlich dafür, dass wir nochmal gucken, wenn wir wieder genug Enderperlen haben, dass wir mal Translocator machen. Jetzt würde ich sagen, nochmal ein Item-Duck dran. Boah, das ist unglaublich, wie angepisst ich gerade bin wegen dieser einen Geschichte. Passiert. Haben wir keine Truhe mehr? Oh, komm, dann nehme ich die jetzt einfach mit. Ah, du hast schon reingeschmissen. Ne, was? Also Hier das, die. Ja. ja. Was mir nur auffällt, diese Cobblestone Wall, die kann man nicht mehr zurückverarbeiten, leider. Nein. Nee. Meinst jetzt die. Hier diese Zäune von aus Cobblestone. Ja. Ja, ich glaube, das wurde noch nicht eingefügt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Muss ja nochmal gucken, was wir mit Dark Iron Ore machen. Wie wir das verarbeiten. Kann man das auch über. Nee, sieht schlecht aus. Müssen wir über. Quacktech machen, Dark Iron Ore. Okay.
Haben wir eh noch viel Letztes, was wir verarbeiten müssen. Iridium verarbeiten wir auf jeden Fall über Gregtech. Also, das lasse ich mir nicht nehmen. Das machen wir ja alles schön über den, später über den Sammelschnell. Grinder. So, jetzt wollte ich aber nur mal schauen, was haben wir da noch, als hier schon stehen. E-Furnace, Kompressor, Plate Bending, X-Factor. Wollen wir nochmal schnell einen Macerator bauen? Stimmt, den haben wir ja noch nicht. Macerator. Hey Christian. Ja. Also einige Mod-Autoren, die würde ich echt gerne mal persönlich kennenlernen und fragen, ob die eine andere Waffe haben. Dann das Rezept nicht öffnen für den Masterator. Du brauchst eine Automatic. Achso, Gregtech. Ja, ja. Oder hast du unerwartet? Ja. Aber naja, Stahlherstellung ist ja durch Mechanismen ein Witz mittlerweile. Ja, zum Glück. Aber trotzdem, da sind wir noch viel genug. Ja, okay, wir brauchen 12 Platten. Natürlich verkacke ich das wieder. Oh, was waren das denn jetzt? Entschuldigung, wenn es gerade was laut geworden ist. Muss man das nachschauen? Okay. Speicherplatz habe ich noch genug. So. Nee, kannst du nicht machen. Habe ich auch gerade gemerkt. Nee, weiß nicht so. Aber du. Nein, ich. Christian, weißt du so? Wieso? Die Wetterleugnung aus Project Red kannst du nicht benutzen. Wetter ernst, oder? Doch. Willkommen bei Gregtech. So, Tanks und Steel Bench. Ach, da mit den Circuits habe ich aber noch nicht richtig verstanden. Vier, drei Dias und... Hast du die Steel Plate rausgenommen? Ja, warte. Danke. Ja. Dürfte doch gehen, oder? Ah, weiß ich, aber das ist... Wenn sie das umgeändert haben, Bacon-Butze, dann geht das jetzt. Ich weiß nämlich noch vom letzten Stand, da war das immer noch Arsch. Also das hat nicht geklappt. Da haben sie morgen Schule gesagt. Machst du die Platten? Geht. Ja, zum Glück. Dann haben sie das umgeändert. Drei Dias. Ich mach gerade diesen Red diesen Advanced Circuit. Okay, ich mach mal schnell ein Circuit über Mechanism. Obwohl, haben wir ja da noch. Mach das einfach gerade im ML-System, ne? Ich leg dich schon mal so wir weit hin. Wir brauchen Lapis Lazuli Dust. Oh Mann. Warte, ich meine, das war eigentlich ganz einfach. Ja, Rock Crusher. Ja, okay. Zwei Lapis im Rock Crusher, ne? Ja. Ja, der ist jetzt auch schon bald mit den Stone Stairs fertig. Knüppel die einfach davor.
Ja. Ja, warte, ich hab's gleich. Ich finde immer noch dieses Ende.io von Ende.io richtig geil gemacht. Allein schon der Name. Also wir standen jetzt hier diese Woche zu dritt und haben überlegt, wofür das ist. Und von Street kam dann irgendwie eingefallen, wofür es ist. Und ich will das auf jeden Fall herausfinden, weil damit kann man richtig gut trollen. Okay, der Automatic Masturator. Jetzt sind einfach direkt neben den Extractor, okay? Ja. Bumm. Nee, noch nicht. Oh. So, weiß was ich jetzt aber einfach mal mache. Ich rufe jetzt mal das Quelltext-Wiki auf und schau mal nach, was für Maschinen wir noch gebrauchen können von Quelltext. Also sorry, dass es mal kurz wieder so ein bisschen langweilig ist, aber mir fällt nämlich gerade nicht ein, was wir noch machen könnten. Vielleicht habe ich schon was entdeckt. Also, wenn ich @gregtag unten eingebe, kommen 20 Seiten in Not Enough Items. Das ist Wahnsinn. Ja. Wir könnten noch eine Wiremill machen. Das wäre gut, weil wir Kabel eh viele brauchen. Ja, vor allem, wenn wir das später für den Blast Furnace brauchen können. Jo. Okay. Wiremill. Wir brauchen Brass. Das ist Zink, also Kupfer und Zinkdust. Ja, wir haben auch herausgefunden, dass wir Zinkdust haben. Wie macht man nochmal ein Tin Item Casing? Wofür? Für die RE-Batterie. Also. So Metal Former. Haben wir den Metal Former schon? Nee, aber du kannst auch einfach eine Tinplatte mit dem Hammer wieder nochmal draufschlagen. Ich zeig dir das mal. Ja, warte, das habe ich schon. Okay. Ich habe nur da gerade so eine andere Idee. Wir brauchen vier Zinkplatten, ne? Wolfe. Ey, wenn wir die Wiremill haben, können wir gleich noch was weiteres machen. Was denn? Den Metal Former. Stimmt. Ist mir gerade so eingefallen. Ich höre jetzt auch gerade schon wieder die Leute schreien: Ey, du machst es nicht richtig, das muss doch so und so produziert werden. Das ist mir gerade scheißegal. Also, sorry Leute, heute dürft ihr mir gerne echt mal so ein Dislike Mach ich doch gerne. reindrücken. Du doch immer, weiß ich doch. Wie sieht das jetzt hier aus? Oh, die letzten fünf. Dann würde ich sagen, schmeiß mal schon mal ins Deck Uranium mit Uran rein. Okay. Wie sieht das hier vom MJ aus? Stimmt, wir müssen nochmal gucken, warum das aufgehört hat. Ja, wir haben das jetzt hier so ein bisschen verkleidet und irgendwie läuft es mit der Lava gerade nicht so richtig. Wir haben schon drei Diamant-Ohr. Und schon wieder zwei Kobalt. Ja, habe ich auch schon gesehen. Hast du zwei Diamant gesagt? Drei. Okay, wollte gerade sagen. Nether-Osmium, Nether-Redstone, Pig-Iron-Ore. Ach du Scheiße. Hey, wieso verkacke ich das heute die ganze Zeit? So, wo waren wir dran? Ah ja, Wiremill. Erstmal wieder reparieren. Was denn? Nee, ich hab wieder das gerade was verkackt.
Haben wir noch Kabel? Nö. Nein oder ja? Nicht, dass ich wüsste, ich meine, glaube ich, eher so nein. So, Quaschuran. Ich schmeiß den Ausschalter rein. Ich fände es irgendwie cool, wenn das gleichzeitig dann schon fertig gemacht wird. Also wenn da zwei Slots belegt sind, dass dann noch zwei fertig gemacht werden. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Jetzt sind wir jetzt gerade im Rock Crusher. Zwei Slots belegt. Ja. Dass dann jetzt einfach auch diese zwei Slots auf einmal verarbeitet werden.